아빠. 어이 어이 어이. 아, 차이스. 야, 수파. Gäste sind alle da, Kitas kommen, Schulen kommen, mehr als gedacht. Wir freuen uns und jetzt kann es gleich losgehen. So, jetzt legen wir los. Herzlich willkommen zu unserem Jubiläumsmärchentag. Ich bin so froh, dass ihr gekommen seid, die Kleinen und die etwas Größeren und auch die ganz Großen, denn jetzt haben wir eine schwere Zeit, wo leider viele, viele Menschen krank sind oder zumindest ein bisschen Husten oder Schnupfen haben. Also ein ganz herzliches Dankeschön. Die ganze Stadt ein Märchen. Und diesmal machen wir das an zwei Tagen. Am Freitag, heute wo ihr hier seid, für die Schulklassen und die Kitas und morgen für die Familien, die großen und die kleinen Familien. Ja, 10 Jahre Sagen- und Märchentag ist ein sehr schönes Ereignis, das in Neubrandenburg Einzug gehalten hat. Mit der Eröffnung des Märchenhauses im Wieghaus Nummer 18, dem Märchengarten am Reitbahnsee und dem mobilen Märchenerzählhaus, das ihr heute hier seht. Das ist nämlich auf Rollen und kann auch in eure Kitas und Schulen kommen, fanden diese Tage eine Erweiterung. Auch unsere Zugehörigkeit im Verein der landesweiten Sagen- und Märchenstraße Mecklenburg-Vorpommern macht uns froh und glücklich. Und die Bedeutung von Märchen ist nicht zu unterschätzen, denn das merken wir immer, wenn ihr in unser Märchenhaus kommt, aber wenn ihr auch die anderen Einrichtungen besucht, wie das Regionalmuseum, die Regionalbibliothek, das Wieghaus Nummer 12, das ist morgen nämlich unsere Versorgungsstation Zwergnase, und auch den Theaterkeller. Und was habe ich noch vergessen? Ja, den Theaterkeller, ne? Habe ich irgendwas noch? Ja, und auch für die Älteren sind Märchen ganz doll wichtig. Wenn ihr eine Oma oder einen Opa schon in einem Pflegeheim oder in der Tagespflege oder im betreuten Wohnen habt, auch da erzählen wir Märchen. Und was glaubt ihr, wie glücklich die sind, Oma und Opa? Die werden wieder ganz Kinder, freuen sich, klatschen und singen mit. Unser Märchenteam möchte sich zu unserem Jubiläumsgeburtstag bei allen Förderern und Unterstützern sehr herzlich bedanken. Natürlich auch bei den Organisatoren und Märchenerzählerinnen und Erzählern. So möchte ich besonderen Dank an unsere Förderung, an unsere Förderin von der NeuSW, Steffi Schwabauer ist heute hier, eine Frage richten, liebe Steffi, warum fördert ihr das schon so lange so treu? Also wir denken einfach, Märchen, es gibt nichts Schöneres als Märchen. Wir unterstützen ganz viele Veranstaltungen, Sportveranstaltungen, Kulturveranstaltungen in der Stadt und damit natürlich auch ganz gern gerade Kulturveranstaltungen, die insbesondere sich an Kinder richten. Und deshalb haben wir gesagt, da machen wir natürlich beim 10. Jahr erst recht. Ja, und ganz vielen Dank auch an den Bäcker Kadatz, der uns ganz großzügig mit Kuchen unterstützt, mit Robbels, schönen Brezeln, die ihr heute probieren dürft, die Stadt Neubrandenburg, unsere Antje Wodrich steht da hinten, die hat auch immer ein ganz großes Herz für Märchen. Wen habe ich noch vergessen? Die Märchenstraße natürlich. Und ganz lieben Dank auch an die Neu-1-Leute, die uns schon angekündigt haben und jetzt auch die Eröffnung filmen. Ja, und wisst ihr, was wir heute Schönes haben?
Vorhaben. Ich denke, Märchenmobile auf. Aber Lisa kommt nach vorne. Was hat die Lisa in der Hand? Eine goldene Gans. Na, was hat das auf sich? Die hat keine goldenen Eier, sondern wenn ich sie anfasse, was passiert dann? Alle bleiben kleben. Und nun möchten wir gerne, dass alle kleben bleiben. Ihr fangt mal an. Zeigt mal, wie das geht mit dem Kleben bleiben. Und dann machen wir die Spaziergänge mit den Märchenleuten. Okay, das wird eine ganz lange Schlange. Also, ich würde sagen, Kindergarten und klassenweise. Wollt ihr mal runtergehen, damit auch welche leben bleiben können? Und das Lied von der goldenen Gans höre ich dann. Ja. Ich würde gerne hier schon reingehen und sich die ersten Märchen anhören. 1, 2, hopp. Oh. Hallo, René. Ich gehe jetzt mal gucken. Sehr schön. Und ihr schließt auf. Alle da. Ja, ihr schließt auf. Hier kommt der nächste Station. Hallo, Mama. Hallo, Mama. Ja, ihr Lieben, ihr habt das schon gesehen. Da oben hängt noch ein Stück vom Rapunzelzopf. Den haben wir vor ein paar Jahren geflochten und hier aufgehangen. Und es gibt ganz oft Menschen, die unsere Stadt besuchen und die sagen, was ist das hier? Ich sage, ein Stück weiter ist hier das Märchenhaus. Und das ist der Rapunzelzopf. Genau, wir stehen hier vor einem Turm. Und ich habe erst schon gefragt, wer kennt ein Märchen mit einem Turm? Rapunzel. Genau, und das war's. Also, Rapunzel. Es war einmal ein Mann und eine Frau, die bekamen ein Baby. Und wenn Frauen Babys bekommen, dann haben sie manchmal besonderen Appetit auf etwas. Und unterhalb der Wohnung von diesem Mann und dieser Frau gab es einen Garten. Und in diesem Garten wuchs Rapunzel. Das ist ein Feldsalat, sagen wir dazu. Und die Frau bekam ganz große Lust. Ich möchte unbedingt diesen Salat essen, sagte sie. Nun war das aber so, der Garten gehörte einer Zauberin. Und der war abgeschlossen, weil die Zauberin nicht wollte, dass jemand in ihren Garten kam. Eine Zauberin stand dann plötzlich im Raum, als das Baby da war, und hat das Baby mitgenommen. Und dann hat sie dieses Baby in einen ganz hohen Turm gesperrt und es ging aber dem Kind sehr gut. Sie hat das Mädchen, was sie Rapunzel nannte, aufgezogen. Und Rapunzel wuchs heran, war wunderschön und lebte bei der Zauberin und wusste ja nicht, was eigentlich ihre Geschichte ist. Und Rapunzel, die hatte, was hatte sie? Genau, die hatte wunderschöne blonde Haare und das, ja? Und am Ende wird das abgeschnitten. Genau, da kommen wir gleich noch. Na, jedenfalls hat sie dieses wunderschöne blonde Haar zu einem Zopf geflochten und immer wenn die Zauberin zu ihr hoch wollte, weil der Turm hatte ja keine Tür, dann rief sie, Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter. Und sie hat das am Fensterkreuz festgemacht, den Zopf runtergelassen und die Zauberin ist hoch zu ihr gestiegen. So, dann wollen wir mal gucken, wie es weitergeht. Hallo, ich sehe gerade, die goldene Gans zurückkommen mit all den Kinderchen. Wir sind schon vorbereitet. Ein kleiner Moment noch und dann geht das los hier mit dem Straßentheater. Hallo, hallo. Ja. Man lässt sich aber nicht mehr klein nichts anziehen und das ist halt uns überfordert.
denkt, oh, hoffentlich geht alles gut, ja? Wieder von seinem Vater übernommen und der wieder von seinem Vater. Was ist der Vater von dem Vater? Der? Großvater. Genau, der Großvater. Ne? Und die waren aber fleißiger als das Wallmännchen. Das Wallmännchen war nämlich faul und hat nicht einmal die Vogelsprache gelernt. Schlimm,
Wenn einer nicht lernen will und er dumm bleibt, hat er schlechte Chancen. Ja, und das Wallmännchen war eigentlich zufrieden, weil es immer einen schönen gedeckten Tisch hat. Tischlein deck dich. Super, wer macht dann noch mit? Tischlein deck dich. Esel reck dich, streck dich. Ja, und? Wirbel auf den Sack. Super, wunderbar. Wie heißt du? Sina. Sina, prima. Kurz, aber nicht so. Ja, aber eines Tages, kennt ihr das, wenn man Langeweile kriegt? Mhm. Furchtbar ist das. Eines Tages überkam das Wallmännchen die Langeweile. Das Gras war grün, die Bäume waren grün, der Himmel war grün. Na, wie viele Märchen sind da drin, Kinder? Da ist eine Flasche und da kommt ein... Drei. Flaschengeist raus, ne? Drei. Genau. Und was ist dann noch, wer sagt da, ach wie gut das niemand ein böser Kobold. Ach wie gut das niemand weiß. Wer sagt das? Na bitte. Also, lass es doch mal. Und wer, was macht die Prinzessin da? Hm? Das ist der Froschelf. Genau. Also, ich lese euch das Märchen, die sieben Raben. Kennt ihr das? Ja. Aber einige kennen es schon. Und die es noch nicht kennen, lernen es jetzt. Okay? Du kannst mich gar nicht richtig sehen, ne? Also, die sieben Raben. Weit weg von hier, mitten in den Bergen, gab es einmal ein grünes Tal mit einem klaren Bach. Hier hatte sich ein Holzarbeiter ein Haus gebaut, in dem er mit seiner Frau, sieben Söhnen und einer Tochter lebte. Der Holzarbeiter war oft unterwegs und seiner Frau fiel es schwer, die Kinder allein aufzuziehen. Die Tochter war lieb und hübsch und half ihr sehr viel. Aber die Jungen waren schrecklich, ruppig, ungehorsam und streitsüchtig. Sieben Stühle. Wo mögen die sieben Stühle? Was? Aber wir sind keine Raben. Keine Raben sehen wir. Und was sehen wir hier? Die Eltern. Ein Haus. Genau. Das ist das Haus. Pass mal auf. Was sie plötzlich sah, ne, wo sie sagt, oh, hier steht ein Haus, was ist das? Halt mal bitte zu. Und da seht ihr was? Sieben Teller. Aber ein Stuhl. Aber ihr, ein Stuhl ist auch komisch, oder? Ein Tisch. Ein Tisch. Und was fehlt da noch da eigentlich? Es war einmal ein kleines Mädchen. Ne? Also eigentlich war es einmal ein Königspaar. Und das wünschte sich unbedingt ein Kind. Und eines Tages kam der Frosch. Quack, quack. Liebe Frau Königin, wenn ein Jahr vorbei ist, bekommt ihr ein Kind. Und sie bekamen ein Kind. Und das nannten sie Dornröschen. Und das Dornröschen wurde geboren. Und da wurde eine große Feier gemacht. Aber der König und die Königin hatten bloß 12 goldene Teller und 13 Feen waren. Ach, hat der König gesagt, dann laden wir eben bloß 12 ein. Und das Fest ging los. Die erste Fee wünschte dem Dornröschen Schönheit, die zweite Reichtum, die dritte Klugheit und so weiter. Und da kam die böse Fee herein und sagte, ich wünsche dem Dornröschen, wenn es 15 Jahre alt ist, dass es sich an einer Spindel sticht. Guck mal, da ist ein Spinnrad und tot umfällt. Er hat dem Dornröschen einen richtig dicken Schmuser auf den Mund. Wo bin ich? Ja, liebes Dornröschen, du bist bei mir. Ich hab dich wach geküsst. Willst du meine Königin werden? Oh ja, so einen schönen Prinzen wollte ich schon immer gerne mal haben. Und jetzt dürft ihr mitklatschen.
da feierten sie das Hochzeitsfest, 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 da feierten sie das Hochzeitsfest an allen.